Online-Lehre in der Corona-Krise an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Darum soll es in diesem Video gehen. Als Koordinator der AG E-Learning möchte ich ein paar Tipps, ein paar Hinweise, ein paar Ideen, ein paar Anregungen, ein paar Handlungsempfehlungen geben. Diesen Foliensatz kann man sich runterladen unter diesem Link hier oder über diesen QR-Code. Ich werde den Link auch nochmal unten in die Kommentare packen. Also, die große Frage, um die es geht, OFCU und Coronavirus, wie passt das zusammen? Die Folie ist auch gleichzeitig ein kleiner Disclaimer. Ne? Das Problem ist ja als Formel dargestellt. Ich bin eigentlich Ingenieur, ich bin kein Hochschuldidaktiker. Also alles, was ich hier erzähle, ist, hat zwar irgendwie was mit Didaktik zu tun, ist aber trotzdem immer so ein bisschen aus der Sicht eines Ingenieurs. So, die einfache Antwort auf diese Frage lautet, und wir kennen sie seit einigen Jahren, das Internet. Ja, wir haben es geschafft, in den letzten Jahren so ziemlich viele Bereiche unseres Lebens zu digitalisieren. Wir machen Fotos digital, wir kommunizieren digital, wir buchen Reisen über Online-Seiten, wir kaufen im Internet ein. Wir haben auch schon es irgendwie geschafft, unsere Lehre so ein bisschen zu digitalisieren, aber vielleicht haben wir in den letzten Jahren so die eine oder andere Sache auch ein bisschen verschlafen oder links liegen gelassen. Das fällt uns jetzt möglicherweise auf die Füße. Aber eigentlich ist die einfache Antwort erstmal da. So, die komplizierte Antwort lautet, wir müssen mal irgendwie so ein bisschen out of the box denken, wie man so schön sagt, ja, so wie dieses bekannte Problem hier mit diesen neuen Punkten, was man so kennt, wie kann man diese neuen Punkte mit vier Graden ohne abzusetzen miteinander verbinden? Und da kann man eine ganze Weile über eine Lösung nachdenken und stellt fest, es funktioniert nur dann, wenn man halt out of the box denkt, ne? Also wenn wir hier mal so eine Linie rauszeichnen, wir rein, und dann schafft man das. Und genauso müssen wir irgendwie mal über unsere Hochschullehre nachdenken. Also ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann, ist sozusagen den Kurs, den man jetzt seit 10 Jahren irgendwie in Präsenz gemacht hat, genauso zu versuchen zu digitalisieren. Das wird nie und nimmer funktionieren. Man muss sich irgendwie ein bisschen was anderes überlegen. Es gibt dafür schon ein paar ganz gute, ein paar ganz nette etablierte E-Learning-Werkzeuge an der Uni. Wir haben ein großes Learning-Management-System, das Moodle, was man wunderbar als Dokumentschleuder benutzen kann, so wie es in vielen Fällen leider sozusagen missbraucht wird. Aber man kann damit auch ganz viele Interaktivitäten mit seinen Studierenden steuern. Man kann Webkonferenzen machen, zum Beispiel über Adobe Connect oder über DFN-Conf. Und man kann seinen Studierenden Videos bereitstellen, zum Beispiel über die Media-Site, eine universitätsinterne Videoplattform. Man kann das natürlich auch über YouTube machen. Also es gibt schon eine ganze Menge Werkzeuge, mit denen was funktioniert. Und also ich glaube, aus meiner Sicht sozusagen die Input-Phase, den Studierenden Wissen bereitzustellen, das sollte damit überhaupt gar kein Problem sein. Nebenbei gibt es für viele Vorlesungen natürlich auch irgendwie super Skripte, es gibt Bücher, es gibt ganz viele Internetquellen, die man sich anschauen kann. Warum sollte man den Studierenden nicht auch zumuten, sich mal solche Sachen anzuschauen? Das hat ja früher auch ganz gut funktioniert. Und ich glaube, so ein bisschen die Schwierigkeit ist, sich halt zu überlegen, wie, also in dem Sinne die Inputphase, die Vorlesung zu digitalisieren, ist kein Problem. Die Schwierigkeit ist eigentlich, mit den Übungen, mit den Interaktivitäten, mit den Seminaren umzugehen. Ah, da kann man natürlich versuchen, über diese Videokonferenzen hier ein bisschen was zu machen. Aber das ist im Generellen, glaube ich, schwierig. So, ein paar aus meiner Sicht ganz interessante Do's and Don'ts. Ich würde immer probieren, sozusagen asynchrones Lernen zu bevorzugen. Also alle Lernenden versuchen irgendwie in ihrem eigenen Tempo zurechtzukommen, sich Wissen anzueignen, zum Beispiel indem sie halt Bücher, Skripte durcharbeiten, sich Videoaufzeichnungen anschauen. Für so ein bisschen Rückfragen und Interaktionen kann man Foren nutzen, zum Beispiel auch Moodle. Man kann kleinere Videokonferenzen, kleine Videoanrufe per Skype machen und das hat halt den Vorteil für alle, dass sich die Lernenden ihre Zeit ganz gut frei einteilen können und dass man so ein bisschen die Eigenverantwortung fördert. Ich glaube, was nicht gut ist, und das meinte ich vorhin, man kann nicht den gleichen Kurs, den man jetzt irgendwie 10 Jahre vorher in Präsenz gemacht hat, jetzt versuchen, in was online zu übertragen. Es macht keinen Sinn, an einem Stundenplan, so wie es den vorher mal gab, festzuhalten, diese Vorlesung, diese Lehrveranstaltung findet an dem Tag zu der und der Zeit statt. Das macht online absolut überhaupt gar keinen Sinn.
Und es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, ausschließlich über Videokonferenzen und Live-Chats zu kommunizieren, weil man dann immer das Problem hat, dass man die Leute eben an diese Zeit festnagelt, die Lernenden, und wenn die dann zu der Zeit nicht können oder wenn es dann aus irgendwelchen anderen technischen Gründen zum Beispiel da nicht funktioniert, dann geht das halt nicht. Wenn man stattdessen vorher seine Sache auf Video aufgezeichnet hat, dann können sich die Studierenden dieses Video eben auch später anschauen, zum Beispiel wenn ihre Internetverbindung funktioniert wieder, wenn sie besseres WLAN haben und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier vielleicht so ein bisschen sehr schwarz-weiß gemalt. Klar, der goldene Weg liegt wie immer irgendwo in der Mitte, aber ich denke, dieses asynchrone Lernen ist eigentlich schon das, was man anstreben sollte. So, die nächste Sache, die, glaube ich, übergeordnet sehr gut ist, ist, wenn man sich sehr viele Rückmeldungen von seinen Studierenden, von den Lernenden einholt. Wie weit sind sie aktuell? Wie ist ihr Lernfortschritt? Wie fühlen sie? Wie schätzen sie die Arbeitsbelastung ein? Fühlen sie sich mehr oder weniger wohl in dem, was sie da tun? Allgemein könnte man sagen, man müsste den Studierenden mal zuhören. Man sollte ihnen auf jeden Fall zuhören. Was sicherlich nicht gut ist, ist, die Lernenden stattdessen allein zu lassen, ihnen sozusagen immer nur Material vor die Füße zu werfen, ihnen überhaupt gar keine Möglichkeit der Meinungsäußerung zu geben und auch einen festen Lernweg vorzugeben. Ich glaube, die Digitalisierung und Online-Lehre bietet sehr vielfältige Möglichkeiten, dass die Lernenden auch individuelle Lernwege einschlagen. Also der eine kommt vielleicht eben eher mit dem Buch klar, der andere mit dem Skript, der andere guckt sich eher ein Video an, der eine würde das eher nochmal von Hand rechnen, der andere würde irgendwie eine Simulation machen. Ja, wenn man den Leuten diese Möglichkeiten nicht lässt, dann wird das sehr schnell zu Über- oder Unterforderungen führen, und das ist das, was man halt allgemein mit Weghören bezeichnen würde. Also man kann sicherlich auch zu viel Feedback sich einholen. Auch hier liegt der goldene Mittelweg irgendwo in der Mitte, aber ja, also so ein bisschen Feedback hat auf jeden Fall noch keinem geschadet. Und ich glaube, ein letzter Punkt, den ich ansprechen würde, ist sozusagen die Lernziele. Also man sollte sich auch frühzeitig überlegen, natürlich im Sinne des Constructive Alignment, was möchte man am Ende mal prüfen, welche Kompetenzen sollen die Studierenden erlernen, und relativ klar und verständlich machen, was sind die Lernziele, um was geht es, und die auch so machen, dass sie halt den, also so gestalten, dass sie halt den Lernprozess begleiten und gleichzeitig also so formative und summative Assessments mit einbauen, dass die Lernenden auf ihrem Weg des Lernprozesses immer mal wieder Rückmeldung bekommen, wie gut sie jetzt eigentlich dastehen. Ja, stattdessen sollte man jetzt eben nicht sagen, oh, jetzt haben die Studierenden ganz viel Zeit, da können wir denen ganz viel Arbeit überhelfen und die können sich jetzt mal eben irgendwie Seite 1 bis 210 im Buch anschauen. Das ist jetzt eher nicht so ein guter Arbeitsauftrag, der ist so ein bisschen, ja, also auf 200 Seiten im Buch, worauf soll man sich da jetzt, was soll man jetzt machen? Soll man es lesen? Soll man es durcharbeiten? Soll man es nachvollziehen? Soll man es umschreiben? Das ist so ein bisschen sehr offen, sehr ziellos. Das wird auch keiner dann so genau machen, wie man sich das jetzt irgendwie vorgestellt hat. Mit zu offener Arbeitsaufträge meine ich sowas wie, ja, erstelle ein Video über die Elektromobilität. Das ist irgendwie auch sehr offen. Wie lang soll das sein? Um was soll es darin gehen? Was, wo wir eine Zielgruppe soll das ansprechen? Das meine ich mit sehr offenen Arbeitsaufträgen. Und das Gleiche gilt natürlich für uneindeutige Formulierungen, die irgendwie mehrere Möglichkeiten zulassen oder wenn Anweisungen auch einfach zu kompliziert sind. So, ein bisschen noch aus meinem Nähkästchen geplaudert. Ich habe ja schon eine ganze Reihe Videos erstellt. Die Hardware, die ich dafür benutze, ist, wenn man sich das anschaut, erschreckend einfach. Auch dieses Video zeichne ich gerade mit diesem Endgerät auf. Ich habe ein ganz gutes USB-Mikrofon. Das hat ungefähr 50 € gekostet, was eine ganz gute Soundqualität sicherstellt. Und ich habe einen hornalten Laptop, den habe ich schon vor 4 oder 5 Jahren gebraucht, für 150 € bei eBay gekauft. Der hat halt den Vorteil, dass man mit diesem Stift auf diese Oberfläche hier schreiben kann. Und das auch nur mit diesem Stift geht. Also man braucht keine Handballenerkennung, man braucht gar nichts. Und kann dann da wunderbar Formeln, Diagramme, Sachen auf diesen Oberfläche malen, dazu was erzählen und so sozusagen seine Vorlesungen, Herleitungen mit mathematisch, naturwissenschaftlich, technischem Hintergrund digitalisieren. Gibt natürlich auch modernere Geräte, die sowas können, habe ich auch. Ich mache das trotzdem lieber gerne mit dem alten hier. Dann haben wir alle,
In den meisten Fällen eine super Kamera bei uns, nämlich in unserem Handy. Hier ist mal irgendwie so ein iPhone 7 dargestellt. Die haben eine super Auflösung. Damit kann man auch ganz fantastische Erklärvideos machen. Es gibt sogar ganze Kinofilme, die schon mit einem Smartphone gedreht wurden. Kleine Anekdote aus diesem Film: Kameraschwenks wurden zum Beispiel so gedreht, dass man dieses Handy mit Klebeband an einen klassischen Bürostuhl festgeklebt hat und damit dann eben diese Kameraschwenks gemacht hat. Also, Smartphone funktioniert super. Hier mal noch eine kleine Idee, wie man sich, wenn man auch sowas wie so eine filmende Hand, eine abgefilmte Hand machen möchte, wie man sich aus einfachen Mitteln, die jeder bei sich zu Hause hat, ein kleines Stativ bauen kann, um dann wunderbar ohne Wackeln der Kamera seine Hand beim Schreiben abzufilmen. In diesem Buch hier, Physik für Ingenieure, nebenbei bemerkt, gibt es nicht mal ein Kapitel zum Thema Statik, die ja eigentlich recht wichtig ist, um diese Konstruktion hier zu bauen. Dann ist so ein klassisches Problem mit Videos, gerade wenn die Videos zu lang sind und vielleicht ein bisschen langweilig sind, dann schlafen die Studierenden nebenbei ein, sich dieses Video anzugucken. Also sollte man Interaktivitäten in die Videos einbauen. Das geht wunderbar mit einem Online-Tool H5P, lässt sich auch in Moodle einbinden. Gibt es auf dieser Seite ein wunderbares Beispiel, das demonstriert, was man mit H5P machen kann. Und eine andere aus meiner Sicht sehr gute Idee ist auch, Studierende einfach selber Videos erstellen zu lassen. Denn das Problem, was ich ja vorhin in der Online-Lehre angesprochen habe, ist so ein bisschen die Interaktivität, die Rückmeldung. Also die Studierenden üben jetzt zu Hause und machen dabei natürlich auch irgendwie Fehler, wollen Rückmeldungen zu ihren Ergebnissen haben. Und warum sollen Studierende sozusagen Lösungen von bestimmten Aufgaben, wo es gerade auch um den Prozess und nicht um das Ergebnis ankommt, nicht auch per Video einreichen können. Das haben wir bei uns auch mal gemacht. Hier ist mal ein Beispielvideo aus dem letzten Sommersemester, wo halt Studierende in den Grundlagen der Elektrotechnik die Lösung von personalisierten Zusatzaufgaben als Video eingereicht haben. Dieses Thema personalisierte Aufgaben mit anonymem Peer Review ist auch was, was ich mal entwickelt habe, was hier mit einem recht komplizierten Schaubild veranschaulicht ist, auf das ich jetzt nicht eingehen werde. Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich gerne dieses YouTube-Video anschauen, das ich auch nochmal verlinken werde. So, und zum Abschluss noch ein bisschen was Humorvolles. Werde ich den Text hier nicht vorlesen, kann sich jeder selber durchlesen. Ich glaube, obwohl das jetzt für alle eine sehr neue und sehr ungewohnte Situation ist, dass deshalb natürlich trotzdem die Welt nicht untergehen wird und die Uni auch nach einem Jahr noch ungefähr die gleiche sein wird wie vorher, vielleicht ein bisschen digitalisierter als vorher. Aber ich glaube, auch vor ja, ein paar hundert Jahren standen Leute schon vor ähnlichen Problemen wie wir heute und haben das trotzdem irgendwie geregelt bekommen. Ja, Shakespeare hat ja angeblich auch King Lear in der Quarantäne geschrieben und Isaac Newton hat nebenbei mal so eben irgendwie die Differentialrechnung entwickelt. Also ich glaube, das funktioniert bei uns auch ganz gut. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, gerne E-Mail an mich oder einen Kommentar hier unter dieses Video. Dankeschön.